Wenn man in die Linux-Welt eintaucht und auf der Suche nach einem passenden Betriebssystem ist oder einer passenden Distribution, dann stößt man unweigerlich auf ein großes Wort, nämlich Ubuntu. Alles oder vieles basiert auf Ubuntu. Ziemlich viele bekannte, bereits auch hier in diesem Kanal gezeigten Betriebssysteme basieren auf Ubuntu. Da wäre zum einem Elementary OS, hatten wir den Tag in einem letzten Sonntags OS schon gehabt. Auch Mint Linux basiert auf Ubuntu oder eben auch zum Beispiel Zorin OS, was momentan sehr beliebt ist, oder auch Pop OS, ein beliebtes Betriebssystem mit eigener Hardware. Aber was ist dieses Ubuntu überhaupt? Was ist das Besondere? Und wie sieht es überhaupt aus, wenn man Ubuntu quasi installiert? Welche Funktionen hat das? All das finden wir jetzt hier heraus. Also schnapp dir einen Tee. Los geht's! Einen wunderschönen sonnigen Sonntagnachmittag. Es ist wieder Sonntagszeit für Sonntags-OS. Ich bin so ein Typ im Internet und heute schauen wir uns Ubuntu mal genauer an. Und zwar, wenn ich auf die Seite ubuntu.com gehe, dann werden mir schon diverse Sachen angeboten, die ich machen kann. Zum Beispiel kann ich mir bei Downloads eben entweder aussuchen, ob ich einen Desktop herunterladen möchte oder sogar Ubuntu Server. Ubuntu Server enthält einige Server-Applikationen und in der Regel keine Desktop-Umgebung, ja, da man auf einem Server eben keine Desktop-Umgebung braucht. Ich kann dann hier noch aussuchen zwischen einer LTS, also einer Long-Term-Support-Version, oder eben das aktuellste Update 21.04. Ich wähle jetzt hier einfach mal die LTS-Version aus und kann mir das Ganze dann einmal runterladen. Das habe ich aber schon gemacht. Und ja, dann schauen wir mal an, wie es denn so weitergeht. So, einmal eingelegt in die virtuelle Maschine wird mir hier der Grub Bootloader angezeigt und ich habe hier die Möglichkeit, direkt Ubuntu zu starten. Und das machen wir jetzt auch. Und mit einer lustigen Melodie werde ich hier im Willkommensbildschirm begrüßt und wähle hier als erstes mal unsere Sprache aus. Wir sprechen Deutsch und wir gehen erstmal auf Ubuntu ausprobieren, damit ich jetzt hier gleich die Bildschirmauflösung mal etwas anpassen kann. So sieht das Ganze dann aus. Anzeige Einstellungen, Auflösung. Und Full HD, da haben wir es. Anwenden und beibehalten. So sieht das Ganze schon etwas besser aus. So, ja, im Prinzip können wir jetzt einfach anfangen und uns da schon mal ein bisschen vertraut machen mit der ganzen Umgebung. Allerdings möchte ich Ubuntu einmal komplett installieren. Und hier ist nochmal die zauberhafte Melodie. So, dann auf Weiter. Deutsch ist bereits eingestellt. Dann habe ich hier die Tastatureinstellungen. Die sehen soweit ganz in Ordnung aus. Dann machen wir einmal weiter. Und hier kann ich jetzt auswählen, ob ich eine normale Installation haben möchte oder eine Minimalinstallation. Bei der normalen Installation werden noch Büroanwendungen, Spiele und so weiter mit installiert, während bei der Minimalinstallation wirklich nur ein Webbrowser und ein paar grundlegende Dienste, die zur Funktion des Betriebssystems notwendig sind, installiert. Ich belasse es jetzt einfach bei normal und ja, ich möchte, dass der gleich die Aktualisierung mit herunterlädt und wir können ruhig auch Drittanbieter-Software mit nachladen, wie zum Beispiel Audio-Codecs, Grafik- und Video-Codecs, ja, oder dass eben zum Beispiel WLAN funktioniert. Brauche ich jetzt hier zwar nicht, aber das ist immer eine gute Sache. Jetzt kommen wir auch schon zur Festplattenformatierung und hier kann ich jetzt direkt Festplatte löschen und Ubuntu installieren oder etwas anderes. Wir schauen mal schnell bei etwas anderes vorbei. So, hier sehe ich nämlich schon, was ich dann hier so drin habe. Ich habe hier eine 100 GB Festplatte eingebaut, eine virtuelle Festplatte, die noch völlig unbedarft ist. Ich gehe jetzt hier einfach mal wieder zurück
und gehe hier mal oben bei Festplatte löschen, Ubuntu installieren noch auf erweiterte Funktionen. Und ich sage mir, ich möchte heute mal ein LVM, ein Logical Volume Management, das schauen wir uns dann gleich an, was das ist. Und sagen auch, wir möchten mal die Installation verschlüsseln. Okay, und jetzt installieren. So, ja, dieser Anzeigefehler könnte jetzt an der virtuellen Maschine liegen oder es ist einfach nur ein Bug im Installer. Das ist erstmal nicht so schlimm. Ich gebe jetzt hier für die Verschlüsselung der Festplatte mal ein kompliziertes Passwort ein und sage einmal weiter. Also hier wird noch ein Recovery Key angezeigt. Das empfehle ich dann auch wirklich zu notieren, denn wenn man irgendwann mal das Passwort vergessen hat und zum Beispiel das Notebook startet und ja, dann hat man nur mit dem Recovery Key die Möglichkeit, diese Festplatte wieder zu entsperren und ein neues Passwort zu verlegen. Ansonsten sind die Daten weg. Aber wir brauchen das jetzt hier in der virtuellen Maschine nicht. Deswegen einfach nur das sichere, super sichere Passwort. Und dann machen wir mal weiter. Jetzt werde ich hier auch schon darauf hingewiesen, dass alle Änderungen jetzt auf die Festplatte geschrieben wird und wenn da schon was drauf ist, wird alles gelöscht. Und hier zeigt er mir auch schon an, was überhaupt LVM ist. Also was steht hier? Folgende Partitionen werden formatiert. Wir haben LVMVG, also das Logical Volume Management. Eine Volume Group wird erstellt mit dem Namen WVG Ubuntu, also Volume Group Ubuntu. Und es wird auf dieser Volume Group ein Volume erstellt mit dem Namen Root. Und zwar wird dieses Volumen als EXT4 formatiert. Ne, das ist dann das Standarddateiformat. Des Weiteren wird noch in dieser Volume Gruppe noch ein weiteres Volumen erstellt, nämlich ein Swap1 Volumen und dieses wird als Swap formatiert. Das ist quasi wie so ein erweiterter RAM-Speicher. Und ja, all das wird auf die Partition 1 der Festplatte installiert, und ESP, also der Bootloader. Und wie das nachher dann aussieht, das schauen wir uns dann gleich an, wenn wir das alles installiert haben. Dann schauen wir mal, wie die ganze Formatierung nachher aussieht. Aber vorher hat er schon erkannt, dass wir uns in Berlin befinden. Ich bin bereits mit dem Internet verbunden. Falls du mit einem Laptop Ubuntu installieren möchtest, dann hast du hier oben die Möglichkeit, auch WLAN zu aktivieren, dich mit deinem WLAN-Netzwerk zu verbinden und dann die Installation entsprechend durchzuführen. Ich bin hier quasi schon mit Kabel verbunden. So, jetzt vergeben wir hier noch einen Namen. Der Name des Rechners kann so bleiben. Benutzername Typ, das ist in Ordnung. Ein super kompliziertes Passwort für diesen Benutzertyp wählen wir aus und Passwort zum Anmelden abfragen lassen wir aktiviert, denn ich bin ein absoluter Fan davon, nicht automatisch mich anzumelden, weil dann geht ja der ganze Sinn und Zweck der Verschlüsselung auch irgendwo flöten. So, und jetzt heißt es einfach abwarten, bis die Installation fertig ist. Und schon können wir uns hier anmelden. Du wirst dich jetzt wahrscheinlich gerade gewundert haben, haben wir nicht die Festplatte verschlüsselt? Muss die dann nicht vorher irgendwie entsperrt werden? Das habe ich tatsächlich getan, und zwar auf den schwarzen Bildschirm. Ich habe Ubuntu schon auf einem Notebook getestet und da wird dann tatsächlich ein Feld angezeigt, wo dann steht Festplatte verschlüsselt, bitte entsperren. Und hier in der virtuellen Maschine bleibt der Bildschirm allerdings schwarz, allerdings die Ausführung kommt trotzdem. Das heißt, man muss es sich quasi denken und ich habe dann einfach das Passwort eingegeben und Enter gedrückt und jetzt bin ich im Startbildschirm. Also da nicht wundern. So, hier geben wir jetzt das Passwort ein und sind dann direkt auf der Oberfläche von Ubuntu. Werden hier in einem wunderschönen Willkommensbildschirm begrüßt. Ich werde auch mal fix noch die Auflösung richtig einstellen. Dazu öffnen wir gleich mal die Einstellungen, gehen auf Anzeigegeräte und hier die Auflösung. So.
Und beibehalten. Sehr gut. Und dann können wir das zumachen. So, hier haben wir die Online-Konten. So werden wir dann quasi begrüßt. So, als aufmerksamer Zuschauer wird dir wahrscheinlich jetzt aufgefallen sein, hä, der hat ja gar nicht Ubuntu LTS installiert, sondern tatsächlich doch 21.04, also die aktuelle Version. Und ja, das ist mir eben auch aufgefallen. Tut mir leid. So, dann schauen wir mal, was uns ja Ubuntu in seinem Willkommensbildschirm hier so Schönes anbietet. Wir können uns jetzt hier mit Online-Konten anmelden, wie mit einem Google-Account oder sogar einem Microsoft Live-Account. Das lassen wir jetzt aber erstmal, das überspringen wir jetzt aber erstmal. So, Ubuntu können wir helfen zu verbessern, indem es bei spezielle Systeminformationen direkt an Canonical sendet. Canonical ist das Unternehmen hinter Ubuntu. Das möchte ich jetzt nicht. Das ist schön, dass man das ausschalten kann. So, Ortungsdienste sind standardgemäß abgeschalten. Das finde ich sehr, sehr schön. Und ja, hier kommt jetzt, sie sind startklar. Hier werden jetzt normalerweise die Programmsymbole richtig angezeigt. Ich merke aber gerade wieder, dass das Ganze hier etwas langsamer läuft gerade. Ich schau mal, ob ich das Problem gelöst kriege. So, ja, das hat jetzt bei mir hier ein kleines bisschen gedauert. In der Tat funktionierte das alles nicht, weil das Internet ausgefallen war für einen kurzen Moment. Und deswegen musste ich das Problem erstmal beheben, ist behoben und habe jetzt nochmal neu gestartet mit sudo apt-update, also um die Paketlisten zu holen. Dann mit apt-disk-upgrade wird nochmal ein komplettes System-Upgrade durchgeführt. Mit auto-remove werden dann die heruntergeladenen dev-Pakete nach der Installation automatisch wieder gelöscht, damit die nicht rumliegen, und mit apt-clean sogenannte verwaiste Abhängigkeiten ebenfalls gelöscht, damit da nicht so viel rumliegt. So, wie viele Pakete haben wir denn? Folgende 9 Pakete werden hier nachinstalliert. Da haben wir GIR1 und so weiter. Das sind scheinbar irgendwelche Bibliotheken, die ich jetzt erstmal so nicht kenne. Insgesamt fast 240 Pakete, die jetzt hier installiert werden. Das ist tatsächlich eine ganze Menge. So, das bestätigen wir einmal hier mit Ja und dann einmal Enter und jetzt lädt er das Ganze runter und ja, dann warten wir noch mal kurz ab, bis er hier fertig ist mit Download. Ich dachte eigentlich, dass er das jetzt während der Installation schon aktualisiert hat, aber wenn das Internet da schon weg war und ich das gar nicht mitgekriegt habe, dann ja, es ist ja quasi kein Wunder. Aber gut zu wissen, dass er das dann automatisch schon trotzdem installiert hat, selbst ohne Internetverbindung. So, während er jetzt hier am Installieren ist, werde ich hier mal einen neuen Tab öffnen. Ja, das geht hier nämlich mit dem Terminal, da kann man ein neues Tab öffnen. Einmal größer machen ein bisschen. Wir schauen uns mal an, was wir für einen Kernel installiert haben. Wir haben den 5.11.0, den generischen Kernel. Das ist ziemlich aktuell, ist natürlich nicht der absolut Bleeding Edge neueste, so wie bei Arch Linux zum Beispiel. Ja, da sind wir jetzt, glaube ich, am 5. September, glaube ich, bei 5.13 oder sogar 5.14, 5.14 sogar. So, ist aber ein schicker, stabiler Kernel. Und zum Thema Logical Volume Management, also das LVM, was wir zur Installation eingetragen haben oder eingegeben haben in der Formatierung, das schauen wir uns mal genauer an. Und zwar mit LSBLK, also List Block Devices. Und dann schauen wir mal an, was der Ganze hier so gemacht hat. So, schauen wir mal, das hier oben interessiert uns jetzt nicht. Wichtig ist hier appvda, das ist unsere Festplatte. Und er hat 3 Partitionen erstellt. Zum einen eine VDA1-Partition, das ist die EFI-Partition, VDA2 als Boot-Partition eingehängt. Und dann VDA3, das ist das eigentliche Volume-Management. Also dieses logische, ja, der logische Volumen, das logische Volumen. So, hier hat er erstellt eine Crypt-Partition.
Partition. Das ist nämlich die Partition, die er dann quasi verschlüsselt. Ja, und hier sieht man auch schon, wie das Ganze, wie clever das Ganze verarbeitet ist. Es ist also nicht komplett VDA verschlüsselt worden, sondern die Boot-Partition, die muss ja frei bleiben. Die darf ja noch nicht verschlüsselt werden, weil ja sonst der Computer selber beim Hochfahren die Boot-Partition gar nicht finden würde. Und dann, das geht ja nicht. Ja, gerade wenn man Grub installiert, dann wir haben Grub installiert, wird am Anfang nicht angezeigt, weil bei Ubuntu ist das so, sobald der erkennt, sobald das Betriebssystem erkennt, dass nur ein OS installiert ist auf der Festplatte, überspringt er den Grub in der Regel. Das kann man auch noch einstellen, dass er das trotzdem anzeigen soll. Aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Ne? Grub, das ist dieses Auswahlmenü ganz am Anfang. So, und sollte das zum Beispiel mal angezeigt sein, dann hat man ja die Möglichkeit, Ubuntu auszuwählen. Das klang jetzt, als wenn er fertig ist mit installieren. Oder er eine Frage hat, gucken wir mal. Nö, da ist ja noch munter weiter am Installieren, sehr schön. So, und genau, und dann, sobald ich dann Ubuntu auswähle, dann kommt die Abfrage nach dem Krypt-Passwort. Das ist das, wo bei mir hier ein schwarzer Bildschirm nur gezeigt wird und ich das quasi blind eingeben muss. Ja, und erst dann habe ich Zugriff auf das Root-Dateisystem, also im Prinzip auf das komplette Dateisystem. Und das ist eine Volumengruppe. Das ist quasi ein logisches Volumen, was hier erstellt wurde, deswegen Logical Volume Management. Ja, hat hier fast 100 GB Größe und dann hier mit 1 GB Größe wurde hier noch ein Swap-Volumen, also keine Swap-Partition, sondern ein Swap-Volumen erstellt. Ja, fungiert natürlich dann genauso wie eine Partition. So, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen, oder was ist der Vorteil eigentlich auch bezüglich eines normalen einer normalen Partitionierung und einem Volumen? Ja, erstmal kann man hier wunderbar das Ganze auch verschlüsseln. Das kann man mit einer normal partitionierten Festplatte in der Form so nicht. Da gibt es dann entweder LVM oder auch ZSF, habe ich glaube ich gesehen. Ich glaube, das heißt ZFS. Das ist auch nochmal so ein spezielles Dateisystem. Da war noch eine andere Option, die man auswählen konnte. Kannst ja nochmal kurz zurückspulen an die Stelle, dann siehst du das. Da könnte man noch was anderes auswählen zur Verschlüsselung. Und ein weiterer Vorteil ist, wenn ich mehrere Festplatten eingebaut habe. Ja, nehmen wir mal an, ich habe ein Computer und da sind jetzt mehrere Festplatten drin, zum Beispiel 2x512 GB, ja, dann kann ich diese beiden Festplatten zu einem Logical Volume zusammenfügen. Das heißt, ich kann die gemeinsam formatieren als ein großes Volumen und dann kann ich zum Beispiel die Root-Partition auf dieses Volumen erstellen und eine separate Home-Partition, ohne dass ich mit zwei verschiedenen Festplatten nachher arbeiten muss und dann entscheiden muss, ja, bin ich jetzt auf der einen oder auf der anderen. So kann ich dann diese beiden Festplatten als eine große 1-Terabyte-Festplatte dann oder ein 1-Terabyte-Volumen dann behandeln. Das sieht dann hier so ähnlich aus wie eine 1-Terabyte-Festplatte. Ja, das ist halt das Schöne bei diesem Volumen, dass man das einfach sämtliche Festplatten einfügen kann und alles zu einem Volumen dann zusammengerechnet wird und man dann entsprechend dieses große Hauptvolumen dann entsprechend aufteilen und partitionieren kann, je nachdem wie man will. Ja, zum Beispiel mit einer separaten Home-Partition oder eine separate VAR-Partition und was man halt so manchmal braucht oder auch nicht braucht. Ja, und ja, damit ist dann halt ein ziemlich hohes Maß an Sicherheit eben auch gewährleistet, besonders wenn man dann einen Laptop hat, mit dem man auch viel unterwegs ist. Ja. So, hier kommen wir jetzt zu dem, jetzt führt er den automatischen Befehl Auto-Remove aus, das muss ich ebenfalls noch bestätigen. Jetzt werden hier nochmal knapp 100 MB freigegeben. Ja, und damit ist er jetzt fertig, hat alles sauber gemacht und jetzt ist das System quasi up-to-date. Sehr schön, ja. Also hätten wir das hier schon mal abgehandelt. Super. Dann schauen wir uns doch mal jetzt an, wie Ubuntu denn so aufgebaut ist. So, zuallererst, wir haben hier eine Desktop-Umgebung. Die Desktop-Umgebung ist GNOME. Dazu öffne ich mir mal schnell die Einstellungen. Denn da kann man das Ganze dann immer mal ziemlich gut erkennen. Denn die GNOME-Einstellungen sehen tatsächlich quasi generell gleich aus. Hier bei Info kann ich jetzt hier auch noch mal schauen,
was hier so ist. Ich habe einen AMD-Prozessor drin und ja. So, der Fenstermanager ist Wayland. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum das noch ein bisschen hakelig ist und warum die Performance hier scheinbar eingeschränkt ist, so ein bisschen. Ja, weil jetzt sehe ich das auch ein bisschen, dass das hier gerade, wenn ich jetzt hier so, dass das alles noch so ein bisschen hakelig ist. Ja, das liegt ein bisschen an Wayland. Das ist alles noch nicht so flüssig und gut für die Virtualisierung in so einer virtuellen Maschine. Ja. Aber hierfür ist zum Zeigen reicht's. So, hier ist die GNOME-Version, da sind wir bei 3.38. Aktuellste Version von GNOME ist tatsächlich 3.40. Aber Ubuntu hat dann im April eben nochmal entschieden, dann die Vorgängerversion von GNOME hier zu implementieren. Wahrscheinlich hat es dann für GNOME 3.40 einfach nicht mehr ausgereicht von der Zeit her. Ja, kann ich verstehen, aber ich denke mal, dafür können wir uns dann jetzt gleich im Oktober freuen bei der Version 21.10, die nächsten Monate dann rauskommt. Da wird dann vielleicht sogar GNOME 40 schon etabliert sein. So, wir gucken mal, was wir hier so einstellen können. Wir haben hier die Standard-Hintergrundbilder von Ubuntu in dieser Version. Hier ist ja so ein Nilpferd. Sieht man ja auch auf unserem Desktop-Hintergrund. Und ja, es dreht sich ja alles um das Hippo, um das Nilpferd. So, das können wir auch lassen. Da will ich jetzt das Standard-Hintergrundbild auch lassen. So, hier können wir dann einstellen. Ich mache das jetzt mal hier ein kleines bisschen kleiner. So, hier können wir auch einstellen, wie denn die Fenster sich verhalten sollen. Wir haben jetzt das Standard, also dunkler Rahmen und helles Fensterinnenleben. Ich kann aber auch alles auf hell schalten. Dann ist auch der Fensterrahmen hell. Oder ich schalte einfach alles auf dunkel. Das ist natürlich sehr, sehr angenehm für die Augen. Immer gerade wenn man sehr lange am Rechner sitzt, ist diese dunkle Farbe dann deutlich besser. So, ich lasse das Ganze jetzt hier auf Standard. So, hier habe ich die Möglichkeit, das Dock zu konfigurieren. Das Dock ist hier auf der Seite. Das ist noch dem alten Design von Unity geschuldet. Das ist ja so ein Stil von Ubuntu, das Dock hier auf die linke Seite zu packen. Hier kann ich dann einstellen, dass das Dock sich automatisch ausblendet und auch die Symbolgröße kann ich hier auch nochmal einstellen. Ja. So, und vor allem, wenn ich mehrere Anzeigen habe, kann ich hier auch auswählen, wo das Dock angezeigt werden soll, entweder auf dem einen oder dem anderen Monitor oder auf alle Bildschirme. Ja, und vor allem auch, wo das Dock angezeigt werden soll. Ich kann das zum Beispiel hier rechts anzeigen, was ziemlich unpraktisch ist, oder auch unten, und das finden viele ziemlich toll, dass das unten angezeigt wird. Allerdings würde ich dann hier dieses Anwendungen-Button eher hier links haben wollen und nicht auf der rechten Seite. So, ich lasse das Dock jetzt aber auch mal hier links angeheftet. Wir können gleich mal weiterschauen, was wir denn so in den Einstellungen haben. Wir haben zum einen die ganz normalen Netzwerkeinstellungen. Hier kann ich auch ein VPN einrichten, mich mit einem Proxy, Netzwerkproxy verbinden oder auch WLAN, wenn WLAN verfügbar ist. Dadurch, dass ich hier kein WLAN integriert habe, hat er das mit dem Menüpunkt für WLAN auch nicht. So, Bluetooth. Wenn ich Bluetooth habe, kann ich hier Bluetooth einschalten. Hat kein Bluetooth gefunden, habe ich hier nicht. Bei einem Laptop wird das dann ganz normal angezeigt. Schalte ich auf ein und dann kann ich hier die Bluetooth-Geräte, wie zum Beispiel Lautsprecher, Tastatur, Kopfhörer und so weiter, entsprechend auswählen. So, bei der Darstellung waren wir eben. Benachrichtigungen kann ich hier anzeigen lassen. Zum Beispiel hatten wir vorhin schon mal gesehen, dass er mich benachrichtigt hat, dass Updates verfügbar sind. All das kann man hier mit verschiedenen Anwendungen auch anzeigen. Schön ist auch bei Rhythmbox, das ist ein Musikplayer. Wenn ich also Musik abspiele und der nächste Titel kommt und ich arbeite zum Beispiel gerade in einem Dokument oder im Browser, dann kommt hier so ein Pop-up-Fenster, wo dann eben steht, jetzt wie das neue Lied jetzt heißt, was jetzt gerade läuft, ne? Mit einem Albumcover. Ist also sehr schön mit der Benachrichtigung. So, machen wir mal weiter. Hier kann ich, wenn ich etwas suche, kann ich hier entscheiden, was er alles mit suchen soll. Bei Taschenrechner ist das so, da kann ich in der Suche, wenn ich mich nicht irre, auch eine Rechenaufgabe eintippen. Ich kann ja mal, was weiß ich, 5 plus 6, macht er das? Ja, genau, ne? Dann kann ich in der Suche eine Rechenaufgabe direkt eintippen und der Taschenrechner,
der integriert ist, rechnet das sogar schon automatisch auf und zeigt mir das Ergebnis an. Ist irgendwie ziemlich praktisch, um mal ganz schnell eine fixe Rechenaufgabe zu machen. Zeichen kann ich dann auch suchen, beziehungsweise Schriftzeichen findet er dann gleichzeitig mit Kalendereinträge oder auch Dateien. Das kann ich aber an- und ausschalten, wie ich das möchte. So, bei den Programmen werden jetzt hier alle installierten Programme aufgelistet und die kann ich dann hier einzeln konfigurieren, was sie dürfen, was sie nicht dürfen und die ganzen Optionen, die sie eben haben oder auch nicht haben. Das erinnert auch an viele Handybetriebssysteme, also wie iOS oder Android, ja, wo man ja ähnlich diese Einstellungen hat mit den einzelnen Apps, die ich dann hier einstellen kann. Das heißt, für die Mehrheit der Leute ist eine solche Menüführung oder eine solche Einstellungsführung gar nicht mehr so fremd, wie es vielleicht noch vor dem Zeitalter der Smartphones war. Ja, dadurch, dass viele mit ihren Smartphones ja ohnehin diese Einstellungen in der Form schon kennen. So, zum Thema Datenschutz, da hatten wir ja vorhin schon ein bisschen im Willkommensbildschirm, hatte ich die Möglichkeit, ja die Fehlerdiagnose an Canonical zu senden, automatisch oder manuell. Bei manuell werde ich einfach gefragt, ob ich das dann möchte. So, hier kann ich die Bildschirmsperre noch einstellen. Dann die Chroniken und den Papierkorb sollen Dateien direkt gelöscht werden oder in den Papierkorb verschoben werden. Soll dann die meine Aktivitätenchronik gespeichert werden oder auch nicht. Thunderbolt habe ich jetzt hier nicht. Standortdienste sind ausgeschaltet. Das war ja standardgemäß ausgeschaltet. Ich kann es aber auch einschalten und dann wird zum Beispiel, wenn ich bei Google Maps zum Beispiel bin oder bei einer Kartenanwendung, dann wird mir auch der Standort schon angezeigt. Ja, gut, machen wir mal weiter. Hier Online-Konten, das hatten wir auch schon zu Beginn. Da konnte ich ja schon Google, Microsoft-Account. Ich kann mich auch direkt bei Ubuntu One, glaube ich, hier heißt das oder hieß das zumindest mal, mich registrieren und anmelden oder eben auch noch andere Online-Dienste, sowie natürlich Kerberos anmelde, wenn ich mich über Unternehmen anmelde oder ganz normal meine E-Mails. Freigabe haben wir hier die SMB-Freigaben oder Samba-Freigaben. Hier kann ich meinen Rechner im Netzwerk freigeben oder beziehungsweise spezielle Dateien oder Ordner. Ja, da kann ich bei Medienfreigabe dann entscheiden, ob ich zum Beispiel meine Musik im Netzwerk verfügbar machen möchte, ja, oder meine Videos oder Bilder oder alles, ja, und so, dass andere dann drauf zugreifen können. Ebenso dann mit der Bildschirmfreigabe, da kann ich das dann so einstellen, dass man dann über dieses VNC-Verbindung, ja, über die Virtual Network Client, glaube ich, heißt das, kann ich dann per Fernzugriff auf meinen Bildschirm zugreifen innerhalb des LANs, also innerhalb des eigenen Netzwerks. So, Klang, habe ich die Toneinstellung, Sound, Eingabe, Ausgabe. Ich habe hier auch die Warntöne, da hatten wir ja schon vorhin ein bisschen was gehört. So, was haben wir hier noch? Oh ja, Vorgabe, finde ich besser. So, Energie, hier ist ziemlich gut für Laptop-Nutzer. Hier kann ich als den Energiesparmodus auch aktivieren oder wenn ich gerade am Gaming oder irgendwas am Rendern bin, wie zum Beispiel eine 3D-Anwendung oder eine Video-Anwendung, dann kann ich hier auch entsprechend höher den Energieverbrauch einschalten und hier kann ich auch entscheiden, wann sich der Bildschirm denn automatisch abschalten soll bei Nichtnutzung, entweder 5 Minuten nach einer Minute schon oder halt auch nie, ja. Und automatisch in Bereitschaft gehen, dass der fährt dann in so einen Hibernate-Modus runter. So, Anzeige kennen wir ja schon, haben wir eben schon gehabt. Wenn du einen 4K-Monitor hast, kann das passieren, dass dann alles extrem klein angezeigt wird. Und hier lohnt es sich dann, die Skalierung einfach auf 200 hochzusetzen. Das ist natürlich jetzt hier extrem hoch, deswegen setze ich das jetzt mal wieder zurück. Ja, aber bei 4K-Anwendungen kann das durchaus passieren. Ja, oder ich aktiviere die fraktionelle Skalierung und hier kann ich dann immer langsam fraktionell erhöhen. Wie gesagt, das macht bei einem Full-HD-Monitor, jetzt kann ich hier auch nicht mehr zurücksetzen. Gut, das ist aber nicht so schlimm. Doch, jetzt so. Das ist aber bei einem 4K, bei einem HD-Monitor, Full-HD-Monitor überhaupt nicht. So, jetzt können wir es beibehalten. So
notwendig einzustellen. Nur wie gesagt, bei 4K und höher, auch 8K oder diese Ultra-Wide-Bildschirme, ja, da kann es dann passieren, dass die Symbole extrem klein sind, wenn man die Auflösung hochzieht hier. Ja, und dann kann man hier einfach die Skalierung erhöhen. So, den Nachtmodus, den empfehle ich immer einzuschalten. Das bedeutet nämlich von Sonnenauf, entweder eine eigenständige Uhrzeit kann man von bis eintragen oder eben automatisch von Sonnenauf bis Sonnenuntergang, schaltet er die Farbtemperatur entsprechend ein, dass da der Blauton rausgenommen wird. Ich kann jetzt hier einfach mal, wir haben es ja jetzt 13 Uhr hier zumindest auf meiner Uhr, und kann ich jetzt hier mal 13 Uhr eintippen und mal gucken. Ich mache mal 12 Uhr. Mal schauen, ob das auch funktioniert. So. Gut, kann da sein, dass das jetzt hier gar nicht angezeigt wird. Zumindest wird dann die Farbtemperatur jetzt extrem auf warm runtergesetzt. Ja, und so kann man gerade am Abend, wenn es dunkel draußen ist und man noch ein bisschen am Rechner sitzt und vielleicht Netflix schaut oder irgendwas, kann man so die Augen auf jeden Fall schonen. Es ist sonst ziemlich ungesund, kurz vorm Schlafengehen so einen extrem hellen und blaulastigen Bildschirm noch vor sich zu haben. So, die Maus kann man hier einstellen für Links- und Rechtshänder. Linksklick ist der ganz normale Klick mit dem Zeigefinger. Wenn ich Linkshänder bin, kann ich den auch auf rechts schalten. Hier noch die Mausgeschwindigkeit und den natürlichen Bildlauf. So, hier haben wir noch Tastenkombinationen, die ich hier einfügen kann, um zum Beispiel Programme schneller zu öffnen oder spezielle Sachen eben zu machen. Zum Beispiel Fenster schließen mit Alt F4, das kennt man von Windows sogar. Ja, so, hier kann ich meinen Drucker einrichten. Der CAPS-Treiber ist standardgemäß installiert, schon vorinstalliert. Ich öffne mal nochmal das Terminal und dann schauen wir mal, ob hplib installiert ist. Falls du, okay, das scheint nicht installiert worden zu sein. Du kannst nämlich mit sudo apt install kannst du auch den hplib-Treiber installieren, wenn du einen HP-Drucker hast, wie zum Beispiel einen HP-Envy-Drucker. So, ich sehe hier, der ist bereits installiert. Das heißt, er ist schon vorinstalliert bei Ubuntu. Wenn du also einen HP-Drucker hast, wie zum Beispiel einen Envy-Drucker, OfficeJet, LaserJet-Drucker, ja, dann sind die Treiber quasi hier schon implementiert und du kannst dann hier ganz einfach einen Drucker hinzufügen und wählst dann, der sucht dann den Drucker, der im Netzwerk verfügbar ist. Entweder hast du ihn per USB angeschlossen oder der ist im Netzwerk, in deinem Heimnetzwerk eingerichtet. Dann wird er hiermit aufgelistet. Ich habe jetzt keinen Drucker im Netzwerk angeschlossen, aber hier würde der dann angezeigt werden. Dann klickst du dann einfach drauf, gehst auf Hinzufügen und dann funktioniert der out of the box. Da musst du keine Sachen erst irgendwie vorher noch runterladen, irgendwelche anderen Anwendungen vom Hersteller. Ja, das funktioniert wirklich out of the box. Und hplib ist das gut, also der Vorteil bei hplib in Bezug auf andere Drucker ist, da ist der Scanner-Treiber eben schon mit drin, ne? Das lib ist ja Linux Imaging and Printing. Ja, da ist also ein Scanner schon, der Scanner-Treiber mit drin, so dass du dann die Scan-Funktion des Druckers direkt mit ansprechen kannst. Das funktioniert nämlich bei vielen anderen Druckern, wie zum Beispiel Epson, nicht. Bei Brother funktioniert das ebenfalls out of the box. So, hier haben wir Wechselmedien. Also wenn ich einen USB-Stick reinstecke, was soll passieren, wenn ich das gemacht habe? Soll er das automatisch öffnen oder mich dann fragen? So, falls du sehr grafische Anwendung machst oder Fotografie-Anwendung, dann möchtest du bestimmt, dass auch dein Display oder dein Monitor entsprechend farbecht kalibriert ist, zum Beispiel mit dem Adobe Farb- oder sRGB-Farbspielraum, und dann kannst du das Ganze hierüber ein Farbprofil kalibrieren. Allerdings muss der Monitor das unterstützen. Und ja, dieser Monitor, das ist ja jetzt hier ein virtueller Monitor. Ich glaube nicht, dass der das unterstützt. Allerdings kannst du hier schon ein paar vorgefertigte Farbräume von hinzufügen. Ja, ziemlich weit verbreitetes sRGB oder auch Adobe RGB. Wobei, das ist nicht das Original Adobe RGB. Das müsstest du dann einfach noch
installieren. Hier sind noch einige offizielle ICC-Profile von Artifacts. Ja, einfach auswählen, hinzufügen, fertig. Ja, und schon ist das Profil auch eingerichtet. Ja, gut, Region Sprache ist klar, Barrierefreiheit, da kann ich dann entsprechend den Kontrast erhöhen, Größe der Schrift und so, oder auch den Bildschirm vorlesen lassen. Hier kann ich noch einen Benutzer hinzufügen, entfernen oder entsprechend Passwörter ändern, Benutzerberechtigungen ändern. Hier kann ich meine Standardanwendung einstellen und hier noch die Zeitzone bzw. die Uhrzeit. Gut, das war das Einstellungsmenü, ziemlich üppig, aber auch ziemlich einfach zu handeln, einfach zu handhaben. Es ist alles unglaublich selbsterklärend. Und schauen wir doch mal nach, was denn jetzt so alles vorinstalliert ist. So, ich sehe hier schon auf den ersten Blick Solitär. Also Spiele sind hier schon ein bisschen vorinstalliert. Hier haben wir eine Aktualisierungsverwaltung und eine Anwendungsverwaltung. Dann eine Aufgabenliste, so eine Taskliste. Also kann ich hier wie Einkaufsliste oder ja, so ähnlich wie bei Microsoft analog dem OneNote so ein bisschen, ne, würde ich sagen. Oder besser noch Microsoft To-Do. Ich glaube, das kommt am besten hin. Ja, ein Bildbetrachter, kann ich Fotos angucken. Hier kann ich Bildschirmfotos machen. Cheese ist eine Webcam-Anwendung. Also wenn du eine Webcam im Notebook zum Beispiel hast, kannst du hierüber sofort die Webcam ansteuern. Ein Standard-Dateimanager ist drin. Der sieht ja so aus. Sehr intuitiv. Sehr einfach gehalten. Hier habe ich dann auch meine Standardordner wie Musik, Bilder, Downloads und so weiter. Und bei andere Orte hier unten kann ich dann auch direkt auf mein Netzwerk zugreifen. Zum Beispiel hier auf meinen Hauptrechner. Da ist aber nichts weiter freigegeben. Ja. Oder auch hier direkt auf das Dateisystem. Ne? Auf das Root-Dateisystem. Gut, dann weiter. Was haben wir noch Schönes? So, ich kann hier Datensicherung durchführen, eine Art Backup. Ich habe hier ein paar Dokumentenbetrachter. Hier ist dieses Scan-Programm, was ich habe, der Dokument-Scanner. Das ist der, wo HP-Lib quasi mit dahinter liegt. Das heißt, dieses Scan-Programm würde jetzt automatisch den Drucker finden. Ja, hier steht jetzt kein Scanner gefunden. Wie gesagt, habe keinen angeschlossen. Aber die würde das jetzt automatisch finden und ich könnte sofort jetzt den Scan-Vorgang starten. Ja, ohne da erstmal irgendwelche komplizierten anderen Drittsoftware noch zu öffnen. Das ist halt das Schöne, das funktioniert alles out of the box. So, Einstellungen, Festplattenbelegung habe ich hier. Firefox ist der Standardbrowser, der mit vorinstalliert ist. Du kannst natürlich auch einen anderen Browser installieren. Google Chrome zum Beispiel, beziehungsweise Chromium, Vivaldi, was gibt's noch, den Brave Browser. Ja, aber Firefox ist bei Linux meistens der Standardbrowser, der damit drin ist. So, ja, möchte ich schließen. So, was haben wir noch? Hilfe, einen Kalender haben wir, eine Laufwerksanzeige. Hier kann ich nochmal schauen, welche Laufwerke ich so alles eingebaut habe, inklusive USB-Laufwerke. Und so für den Fall, dass irgendein Laufwerk nicht erkannt wird oder dass du einen USB-Stick reinsteckst und der wird irgendwie nicht angezeigt, kannst du unter Laufwerke den manuell auch reinmounten. So, LibreOffice ist standardgemäß installiert, sollte, glaube ich, auch die neueste Version sein. Ist sogar auf Deutsch. Wir können ja mal ganz schnell bei über LibreOffice schauen. Und die 7, wo haben wir es? Ja, hier 7.1.5. Das ist also die neueste Version von LibreOffice. Finde ich sehr, sehr gut. LibreOffice hat jetzt vor kurzem auch wieder ein Update rausgebracht. Und damit sind, die haben jetzt hier diese komplette Menüleiste hier oben alles nochmal ein bisschen überarbeitet, ein bisschen übersichtlicher gemacht. Und dieses Tab-Browsing haben die jetzt quasi, ja, da haben sie sich jetzt von verabschiedet. Ich glaube, das kann man noch irgendwo einstellen, wenn man das dann noch möchte. Aber so finde ich es wirklich deutlich besser und übersichtlicher. Und auch die Kompatibilität mit Microsoft DocX-Dokumenten ist jetzt hier viel besser implementiert worden. Es wird also immer besser. So, machen wir weiter. Wir haben LivePatch, das ist ich glaube, das ist ein kostenpflichtiger Dienst von Canonical, wo du die Möglichkeit hast, dich dort zu registrieren oder wo Firmen eigentlich die Möglichkeit haben, direkt Canonical Live Patch durchzuführen und Canonical kümmert sich dann um die Serverwartung im Hintergrund. Ne? Das muss man, also sicher und um Sicherheitsaktualisierung. Ich glaube, da muss man
das Ganze auch kostenpflichtig anmelden. Da braucht man dann eine Lizenz von Canonical und so weiter. Hier ist es jetzt nicht in meinem System nicht verfügbar, weil ja, ich bin jetzt hier kein Server, kein Unternehmen. Ich habe jetzt hier das Ganze ja als Privatanwender installiert. So, Mahjong und Minen sind Spiele. Hier habe ich einen Passwortmanager, habe ich noch ein Protokollierungsprogramm. Remina, das ist eine Fernwartungssoftware, die schon ja vorinstalliert ist. Hier habe ich also die Möglichkeit, ja, jetzt zeige ich dir mir an, was alles neu ist. Hier habe ich die Möglichkeit, mich mit anderen entfernten Rechnern zu verbinden, um diese von der Ferne aus zu steuern. Das ist Remina. So, Rhythmbox ist der Musikplayer, das hatten wir vorhin schon mal kurz erwähnt. Schriften, Shotwell ist ebenfalls ein Bildanzeigeprogramm. Dann Startmedienersteller. Hier kann ich im Prinzip nochmal aus dem Betriebssystem, so wie es jetzt installiert ist, ein Startmedium erstellen. Also ein Live-USB-Stick, ohne dass ich das jetzt im Internet herunterladen muss. Das ist zum Beispiel nur sehr hilfreich, wenn man keine Internetverbindung hat. So, Sudoku, Systemüberwachung, Taschenrechner, ganz normal. Das Terminal darf natürlich bei Linux nicht fehlen. Hier haben wir ein ganz einfaches Textverarbeitungsprogramm. Das müsste Gedit sein, wenn ich mich nicht irre. Die Info, jawohl, Gedit, ja, direkt von GNOME. So, dann haben wir halt hier unten wieder zurück, Textverarbeitung. Thunderbird ist das Standard-E-Mail-Programm. Transmission ist für BitTorrent. Dateien, hier kann ich BitTorrent, mich im Torrent-Netzwerk anmelden und herunterfahren. Habe ich ein Videoabspielprogramm, Sonderzeichen, zusätzliche Treiber. Falls ich eine Nvidia-Grafikkarte zum Beispiel habe, kann ich hier den Nvidia-Treiber noch nachladen. So. Und wir gucken mal noch ins Ubuntu Software Center rein. Das ist nämlich ziemlich interessant, denn zum Installieren von Software braucht man im Prinzip nicht unbedingt das Terminal und vor allem man muss auch nicht irgendwo sinnlos im Internet rumsuchen, ob ich denn da irgendwo irgendwas finde, was ich gerade haben möchte, sondern ich schaue hier einfach in das Software Center rein und finde schön aufgelistet in Kategorien, was ich denn so haben möchte. Ja, können wir mal schauen bei... Gucken wir mal. Ach, das ist das Qual der Wahl. Ja, wir können ja mal gucken hier bei Audio. So, ich glaube, hier haben wir ein ähnliches Problem, was wir schon mal mit Elementary OS hatten, wenn ich mich nicht irre. Nee, doch nicht. Der hat jetzt einfach nur ein bisschen länger gebraucht zum Laden. Ja, bei Elementary OS, da wurden nämlich gar keine Programme im Store angezeigt und dann musste das einfach nochmal deinstalliert und neu installiert werden. So, hier habe ich die Möglichkeit, zum Beispiel Spotify direkt zu installieren und so kann ich auch sicher gehen, dass ich hier die richtige Software habe, weil die nämlich direkt von Spotify kommt. Ja, der Entwickler hier mit einem grünen Haken. Und hier steht als Quelle Snapcraft.io und das ist so ein bisschen der so eine kleine Besonderheit, gerade bei Ubuntu. Wir hatten, glaube ich, in einer der letzten Folgen schon mal Flatpaks behandelt. Das sind ja fertige Pakete, wo alle Abhängigkeiten in diesem Flatpak schon mit drin sind und dann kann ich entsprechend die Software installieren, ohne jetzt auf lokal installierte Abhängigkeiten ja abhängig zu sein. Ja, das ist besonders dann notwendig, das hatten wir als Beispiel vom Kdenlive, wenn ich GNOME habe und zum Beispiel ein KDE Programm installiere, dann haut das oft mit den optischen nicht so ganz hin. Das sieht dann einfach auch, das passt sich nicht wunderbar in der Umgebung an. Und mit dem Flatpak wird dieses Problem behoben. Und ähnlich verhält es sich mit Snapcraft, mit Snap-Paketen. Ja, so habe ich dann hier ebenfalls ein fertiges Snap-Paket. Ja, hier kann man das dann auch nochmal auswählen, welche Version ich denn haben möchte. Ja, ich nehme mal halt, das ist ja S3 irgendwie das. Ach so, Stable, Candidate und Edge. Ja, hier empfehle ich immer, das Stable-Paket herunterzuladen. Ja, Candidate ist quasi nochmal die letzte Prüfung, bevor das Update veröffentlicht wird. Und Bleeding Edge ist, ja, das ist im Prinzip das, was ich bisher mit OBS Studio hatte, weshalb ich da auch Probleme hatte. Dann vor kurzem, um das... ja, irgendwie richtig zum Laufen zu kriegen. So, ne? Und dann einfach installieren. Ach so, hier installieren klicken. Entschuldigung für das Herumscrollen. So, dann Passwort rein. Einmal auf OK. Dann wird es heruntergeladen und installiert.
Das heißt, in diesem Snap-Paket sind auch alle Abhängigkeiten, die notwendig sind, um Spotify zum Laufen zu bekommen, sind dann hier mit schon drin in diesem Snap-Paket. Hier kann ich mir auch nochmal die Berechtigungen anzeigen lassen. Ja, Browser Support allows access. G-Settings. Also dieses Programm hat Browser Support, also Zugriff auf den Browser Support, Zugriff auf G-Settings, also auf meine Einstellungen. Ja, klar, weil natürlich die Einstellungen pro Benutzer natürlich unterschiedlich sind. Jeder Benutzer auf meinem Rechner kann seinen eigenen Spotify-Account anmelden. Ja, und nicht, wenn ich mich jetzt anmelde, haben alle Benutzer dann Zugriff auf meinen Account. Ja, genauso kann Spotify natürlich auch Playlisten abspeichern in meinen Home-Folder, also sollte Spotify da auch Zugriff drauf haben. Ja, und im Netzwerk, Spotify ist ein Player, der die Musik aus dem Netzwerk sich zieht, also man braucht einen Netzwerkzugriff. Ja, und genau, das alles kann man dann hier einstellen. Und jetzt sollte das Ganze auch in hier schon drin sein. So, hier haben wir Spotify, ist schon im Menü drin. Kann ich einmal draufklicken. Und schon ist Spotify offen. Ne? Und umgekehrt kann ich dann so auch recht schnell wieder entfernen. Und das Gute eben, als weil es ein Snap-Paket ist, werden alle dazugehörigen Abhängigkeiten gleich mit entfernt, weil das alles Teil des Paketes ist. Ja, und so hat man auch nicht das Problem, dass haufenweise verwaiste Dateien dann im System rumliegen und das System irgendwann komplett zumüllen. Ja, ja, dann einfach mal viel Spaß, um hier mal ein bisschen in den Store, in dem, ja, in dem App Store ein bisschen rumzusuchen und sich rumzuprobieren im Ubuntu Software Center. Hier über das Ubuntu Software Center kann ich dann auch entsprechend meine gesamten Pakete aktualisieren. Hier zum Beispiel wird der Snap Store zum Aktualisieren angeboten, genauso wie Snapd, das ist der Paketmanager, der eben die Snap-Pakete installieren kann. Und je nach Rechenleistung und Internetgeschwindigkeit geht das doch recht zügig. Hier unter dem Tab Installiert kann ich dann nochmal alle Programme sehen, die ich quasi installiert habe und die ich auch entfernen könnte. So, gut. Dann, ja, was ist denn jetzt so das Fazit? Ubuntu ist quasi der König der Welt, wie der Titel ja das schon so ein bisschen verlauten lässt. Ja, viele Betriebssysteme basieren auf Ubuntu. Das heißt, wer sich ein bisschen mit Ubuntu befasst, der wird recht schnell mitkriegen, dass so wie zum Beispiel Elementary OS dann doch ähnlich aussehen nachher und auch im Funktionsumfang dann doch gleich sind. Ja, ich sehe gerade, nach einem Update hat er jetzt das Ganze ja auch ein bisschen gruppiert und kategorisiert. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich möchte jetzt nochmal das Terminal öffnen. Ubuntu ist kein Leichtgewicht. Das heißt, der Rechner, auf dem man Ubuntu installiert, sollte dann schon etwas aktueller sein. Also nicht alt zu alt, wie man so schön sagt. Ja. Und grundsätzlich kann man sich recht schnell hier zusammen zurechtfinden. GNOME ist ziemlich gut und übersichtlich und auch sehr, sehr einfach zu bedienen. Somit ist Ubuntu sehr, sehr gut auch für Anfänger geeignet, weil heutzutage sind sämtliche Betriebssysteme ja extra für Anfänger ausgelegt. Ja, bis auf ein paar Ausnahmen. Und ja, deswegen installiere ruhig Ubuntu, nutze das als deinen Daily Driver. Es ist wirklich unglaublich toll, unglaublich vielfältig und vor allem man kann noch so viel lernen, wenn man das Betriebssystem halt nutzt, nicht? Gut, ja, dann wünsche ich noch einen schönen Sonntag und viel Spaß beim Testen und bis zum nächsten Mal.